Heute ist der 13. August 2021 und hier ist euer kurzes Status-Update zu Google Stadia. Wisst ihr eigentlich, dass ihr jedes, aber auch wirklich jedes Stadia-Spiel für bis zu 2 Stunden testen könnt? Ja, tatsächlich. Denn dank einer wirklich sehr kulanten und meines Wissens nach einzigartigen Rückgabeaktion habt ihr die Möglichkeit, einen Spielekauf direkt im Google Stadia-Menü wieder rückgängig zu machen. Was sind die Bedingungen, fragt ihr euch? Tja, ihr dürft das Spiel maximal 2 Stunden gespielt haben und der Kauf darf natürlich nicht länger als 14 Tage her sein. Aus meiner Sicht ist das nicht nur wahnsinnig kundenfreundlich, damit habt ihr bei Interesse an einem Spiel halt auch wirklich selber die Möglichkeit, erst einmal zu schauen, ob euch die Steuerung, das Setting, die Story oder halt die Qualität des Spiels zusagt. Denn falls nicht, einfach eine Erstattung anfordern. Geht dazu auf Stadia.com, klickt auf euren Avatar rechts oben, geht anschließend auf die Stadia-Einstellungen und dann auf Käufe und Abos in der linken Menüleiste. Klickt dann anschließend auf das Spiel, für welches ihr eine Rückerstattung haben wollt. Der Button wird euch natürlich immer nur dann angezeigt, wenn es auch nach den Bedingungen noch möglich ist. Nur der Vollständigkeit halber, natürlich geht das auch in der Stadia-App auf eurem Smartphone. Aber Achtung, bei der Spielzeit von 2 Stunden werden euch alle Familienkonten mit einbezogen. Das heißt, die eventuell über das Family Sharing an euren Stadia-Käufen teilhabenden Brüder, Schwestern, Söhne, Töchter, schaut, dass die euer Spiel nicht gezockt haben. Das war der kurze Blick auf den aktuellen Status von Stadia. Für alle Interessierten, ich mache auch wesentlich längere und informativere Videos, schaut also einfach mal bei meinen anderen Videos mit vorbei. Bis dahin, vielen Dank, ciao!